Willkommen zum MRTV-Review der Pico 4 Ultra. Die neue Pico 4 Ultra ist Picos dringend benötigtes Update der Original Pico 4, um im Spiel zu bleiben und eine Alternative zur marktbeherrschenden Quest 3 zu bieten. Es ist ein Upgrade, das viele Specs der Quest 3 übertrifft und dank der neuen Motion Tracker, die von Haus aus mit VR-Chat kompatibel sind, sogar Full Body Tracking ermöglicht. Mit Wi-Fi 7, Schnellladefunktion und einem neuen Betriebssystem, das das Arbeiten und Spielen in Mixed Reality ermöglicht, hofft Pico nicht nur gegen Metas Quest 3 anzutreten, sondern auch eine viel günstigere Alternative zur Apple Vision Pro anbieten zu können. In diesem Review werde ich euch zeigen, wo Pico mit ihrer Strategie erfolgreich ist, aber warum ich allgemein glaube, dass die Pico 4 Ultra leider einen sehr schweren Stand auf dem Markt haben wird und warum alles hätte viel besser sein können, wenn Pico sich ein bisschen mehr Mühe bei diesem Upgrade gegeben hätte. Also bleibt dran, schaut das ganze Review und genau damit geht's jetzt los. Das heutige Video wird euch präsentiert von HonsVR Linseneinsätzen. HonsVR ist Kanalsponsor und wenn ihr Brillenträger seid, kann ich euch die HonsVR Linseneinsätze wärmstens empfehlen. HonsVR bietet sehr hohe Qualität zu sehr günstigen Preisen und das blitzschnell. Die Linsen sind normalerweise nach ein paar Tagen bei euch und ihr seid nicht nur von den Linsen, sondern auch vom Service begeistert. Also geht auf honsvr.com. Holt euch eure Linsen und mit Code MRTV einen 5% Rabatt. Vielen Dank HonsVR für das Kanalsponsoring. Und nach dieser wichtigen Durchsage geht's jetzt los mit dem Review. Funktionen und Preis. Was kann das Ding? Wie der Name schon andeutet, ist die Pico 4 Ultra eine aktualisierte Version der ursprünglichen Pico 4. Auf den ersten Blick kann man die beiden Headsets kaum voneinander unterscheiden. Sie teilen das gleiche schlanke Design und haben immer noch den Akku im hinteren Teil des Kopfbandes platziert. Ein kleines Detail, das viele an der Pico 4 liebten, da dieses Design von Anfang an einen guten und ausbalancierten Komfort bietet, ohne dass man einen Drittanbieter-Headstrap kaufen muss. Die Updates befinden sich im Inneren des Headsets und in den Sensoren. Die Pico 4 Ultra holt nun in Sachen SoC zur Quest 3 auf und verfügt ebenfalls über den Snapdragon XR2 Gen 2, allerdings mit 12 GB RAM anstelle der 8 GB, die die Quest 3 bietet, was ihr einen Vorteil bei Multitasking-Aufgaben verschafft, wie ich später noch näher erläutern werde. Das Headset verfügt jetzt auch über zwei RGB-Pass-Through-Kameras mit der doppelten Auflösung der Quest 3 für 3D-Pass-Through- und Mixed-Reality-Funktionen sowie einen Tiefensensor. Die neuen Sensoren ermöglichen es der Pico 4 Ultra auch, räumliche Videos und Bilder aufzunehmen, genau wie die Apple Vision Pro das kann. Der Akku hat jetzt eine Kapazität von 5700 mAh, Quest 3 4879 und ermöglicht das Schnellladen mit einem 45 Watt Ladegerät, das leider nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wenn ihr ein solches Ladegerät habt, könnt ihr das Headset in nur 38 Minuten von 0 auf 80% aufladen. Leider hat Pico den optischen Stack überhaupt nicht verbessert. Es sind immer noch die gleichen 2160x2160 LCD-Panels und Pancake-Linsen, die 2022 wettbewerbsfähig waren, aber schon damals ihre Probleme hatten, obwohl sie nicht gegen die Quest 3 antreten mussten. Wie ihr im weiteren Verlauf dieses Reviews erfahren werdet, ist das Nichtverbessern des optischen Stacks mein Hauptkritikpunkt an diesem Update und der Grund, warum ich glaube, dass die Pico 4 Ultra es schwer haben wird, gegen die Quest 3 zu konkurrieren. Das Headset kommt mit 256 GB Speicher an Bord, was doppelt so viel ist wie beim Einstiegs-Quest 3 Modell. Die VR-Brille kostet 599 Euro und enthält auch schon die Full Body Tracking Motion Tracker für Kunden, die das Vorbestellerangebot nutzen, das auch 4 Spiele beinhaltet. Lasst uns über den Komfort des Geräts sprechen. Hier hat sich nicht viel geändert. Wenn ihr das ausgewogene Design der Pico 4 mit den Batterien im hinteren Teil und dem unflexiblen Strap anstatt eines austauschbaren Softstraps geliebt habt, werdet ihr auch die Pico 4 Ultra mögen. Denn es ist genau das gleiche Design. Das Gerät ist mit nur 580 Gramm leicht, was sowohl den vorderen 304 Gramm
als auch den hinteren Teil 276 Gramm einschließt. Es ist wirklich ein sehr ausbalanciertes Design und ich persönlich kann die Brille stundenlang tragen. Leider hat Pico das Gesichtspolster nicht verbessert. Es ist immer noch ziemlich hart, was von vielen Pico 4 Kunden kritisiert wurde. Und sie zwang, Drittanbieterlösungen zu kaufen, die einen weicheren Sitz bieten. Glücklicherweise könnt ihr die gleichen Drittanbieter-Gesichtspolster mit dem neuen Headset verwenden, da sie weiterhin kompatibel sind. Ich mag das Design mit dem Akku hinten, aber ich muss sagen, über die Jahre habe ich auch die Flexibilität zu schätzen gelernt, die mir der Quest-Ansatz bietet, nämlich verschiedene Straps bei verschiedenen Anwendungsfällen nutzen zu können. Das ausbalancierte harte Strap ist gut für längeren Gebrauch, aber wenn ich reise und ein Headset zum Beispiel im Flugzeug verwenden möchte, ist das größere Strap, das ich eben nicht auswechseln kann, ein Problem. Also werde ich auch weiter meine AVP im Flugzeug benutzen und nicht die Pico 4 Ultra. Lass uns über das Bild sprechen. Und wie bereits erwähnt, das ist der Teil, der mich in diesem Update enttäuscht hat. Direkt beim ersten Einschalten des Headsets wird man mit genau demselben Startlogo begrüßt. Man sieht genau die gleichen einzelnen Pixel im Pico-Logo, die man bereits beim älteren Modell gesehen hat, und man sieht die gleichen Linsenreflexionen. Es ist einfach enttäuschend für einen Besitzer des ursprünglichen Headsets, dass sich nichts geändert hat. Aber lasst uns ins Detail gehen. Displays. Ihr schaut immer noch auf die gleichen 2160x2160 Pixel LCD Panels. Diese Panels bieten die typischen LCD Farben, also nichts Besonderes. Und jawohl, schwarz wirkt immer noch gräulich, genau wie in 2022. Pico hat die Helligkeit durch Software etwas erhöht. Sie sagen, es sei 25% heller als die Pico 4, aber der Unterschied war für mich nicht wirklich auffällig. Auch bei den Farben gibt es keinen großen Unterschied, obwohl Pico sagt, dass sie das Farbprofil per Software optimiert haben. Das größte Problem des Displays ist nach wie vor, dass es Mura-ähnliche Ungleichmäßigkeiten im Panel gibt. Nicht alle Pixel zeigen Farben mit der gleichen Intensität, was zu störenden Mustern führt, die besonders in Szenen mit einheitlichen Farben sichtbar sind. Es ist nicht so schlimm wie bei der PS4 2, aber es ist genauso schlecht wie bei der ursprünglichen Pico 4. Das könnte 2022 in Ordnung gewesen sein, aber jetzt muss das Headset gegen die Quest 3 Displays antreten, die in dieser Hinsicht zwar auch nicht perfekt sind, aber ohne Zweifel besser. Dank des aktualisierten SoC ist die gerenderte Basisauflösung jetzt mit 1920x1920 Pixeln deutlich höher im Vergleich zu den 1560x1560 der Pico 4. Ja, eure Standalone-Spiele sehen auf der Pico 4 Ultra im Vergleich zum Vorgänger besser aus. Pico weist auch gerne darauf hin, dass die neue Basisauflösung höher ist als die der Quest 3, die im Standalone-Modus nur 1680x1760 Pixel beträgt. Das ist jedoch kein fairer Vergleich, da Entwickler leicht in Vielfachen dieser Basisauflösung rendern können, und im direkten Vergleich von tatsächlichen Spielen werdet ihr feststellen, dass Quest 3 Spiele oft für die Quest 3 optimiert sind, während die gleichen Spiele auf der Pico 4 Ultra nicht optimiert sind. Red Matter 2 läuft zum Beispiel auf der Pico 4 Ultra mit einer gerenderten Auflösung von 2688x2688 Pixel, während dasselbe Spiel auf der Quest 3 mit 3322x3519 Pixeln dynamisch gerendert wird. Lasst es mich also hier direkt mal sagen, das Quest 3 Bild sieht einfach besser aus als das Bild der Pico 4 Ultra, Punkt. Das liegt an den besseren Displays, den viel besseren Linsen, über die wir im nächsten Abschnitt sprechen werden, und den vielen optimierten Spielen. Linsen. Wir schauen immer noch auf die gleichen Pancake-Linsen von 2022. Diese sind nicht schlecht und bieten immer noch einen großen Sweet Spot. Leider weisen sie jedoch Lichtreflexionen auf. Besonders in Szenen mit hohem Kontrast kann man deutlich Reflexionen und Blendeffekte sehen, die ziemlich ablenkend sein können. Es ist einfach enttäuschend zu sehen, dass Pico keine besseren Linsen entwickelt hat, um mit den viel besseren Quest 3 Linsen zu konkurrieren. Die Quest 3 Linsen haben viel weniger Glare und bieten auch eine deutlich bessere Klarheit von Rand zu Rand. Der optische Stack ist einfach so wichtig in einem Headset,
weil dieser Teil nun mal einfach dafür verantwortlich ist, was ihr in VR seht. Lasst uns über das Sichtfeld, FOV und die binokulare Überlappung sprechen. Da sich nichts geändert hat, bietet die Pico 4 Ultra immer noch eine der besten binokularen Überlappungen aller Headsets auf dem Markt. Wie ihr durch das Schauen von unzähligen MRTV-Videos inzwischen wisst, ist die binokulare Überlappung wirklich wichtig für ein komfortables, natürliches Seherlebnis in VR, das angenehm für die Augen ist und eine gute 3D-Wahrnehmung bietet. Die Pico 4-Serie glänzt in dieser Hinsicht und bietet ein gutes Sichtfeld von etwa 102 Grad horizontal und vertikal nach meiner persönlichen Messung. Ich messe 104 Grad horizontal auf der Quest 3 für meine Kopfform, aber die Quest 3 erkauft sich diesen leichten Vorteil durch das Opfern der binokularen Überlappung. Wenn es nur um ein komfortables Seherlebnis ginge, würde ich tatsächlich die Pico 4-Serie gegenüber der Quest 3 bevorzugen, wenn sie nicht durch die Display- und Linsenqualität eingeschränkt wäre. Deshalb bin ich umso enttäuschter, dass Pico den optischen Stack überhaupt nicht verbessert hat. Pass-Through und Mixed Reality. Dank der neuen Kameras an der Vorderseite des Headsets bietet die Pico 4 Ultra nun auch tiefenkorrektes Pass-Through. Und das bei einer höheren Auflösung als die Quest 3. Und das sieht man auch. Der Pass-Through sieht gut aus und hat direkt beim Start weniger der wellenförmigen Verzerrung als die Quest 3, wenn er mit Objekten konfrontiert wird, die sich nah an den Kameras bewegen. Ihr könnt auch die höhere Auflösung erkennen, wenn ihr versucht, kleinen Text zu lesen oder wenn ihr andere Details in eurer Umgebung betrachtet. Es ist ein guter Pass-Through, der es euch ermöglicht, Zeit in Mixed Reality zu verbringen und die neuen OS-Funktionen zu nutzen, über die ich später in diesem Review sprechen werde. Auch Mixed Reality-Spiele sehen jetzt besser aus als beim Vorgänger, da ihr eure Umgebung in 3D seht. Es funktioniert alles gut und öffnet die Pico-Plattform für Mixed Reality-Spiele, die bisher nur auf Metas Quest-Plattform sinnvoll waren. Ist der Pass-Through aber doppelt so gut, wie die höhere Auflösung vermuten lässt? Leider ist das nicht der Fall. Der Pass-Through leidet auch unter einer Menge Rauschen in Situationen mit wenig Licht, es gibt Bewegungsunschärfe, wenn ihr euren Kopf bewegt und meiner Meinung nach scheinen die Farben unter einem zu hohen Kontrast zu leiden. Wahrscheinlich wollen die Pico-Ingenieure die wahrgenommene Schärfe auf diese Weise erhöhen, aber ich persönlich bevorzuge natürlichere Farben, wie sie die Quest oder AVP bieten. Das ist etwas, das immer noch behoben werden kann und insgesamt ist dies eine Verbesserung gegenüber der Quest 3, wenn die Farben korrigiert werden. Aber das Ganze kann immer noch nicht mit dem Pass-Through der Apple Vision Pro konkurrieren, das nach wie vor an der Spitze steht. Lass uns über die 3D-Kamera sprechen. Die Pico 4 Ultra bietet jetzt auch die Möglichkeit, räumliche Videos und Bilder direkt mit dem Gerät aufzunehmen, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Das ist eine Funktion, die sowohl die Quest 3 als auch die AVP ebenfalls bieten. Obwohl ich die Headsets nicht wirklich benutze, um räumliche Videos aufzunehmen, mache ich dies doch recht häufig mit meinem iPhone 15 Pro, um sie später in VR anzusehen. Es ist schön zu sehen, dass ich diese räumlichen Videos, die ich mit meinem iPhone aufgenommen habe, auch auf der Pico 4 Ultra ansehen könnte. Die Pico 4 Ultra als Kamera ist sogar in der Lage, räumliche Videos mit 60 FPS aufzunehmen, im Vergleich zu den 30 FPS der Apple Vision Pro. Und ja, diese Videos sehen wirklich gut aus. Ich war überrascht, wie sehr mir diese Funktion gefallen hat. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ich jetzt meine Pico 4 Ultra zu den Nachtmärkten in Taiwan mitnehmen werde, um räumliche Videos aufzunehmen. Controller und Tracking. Die Controller haben ebenfalls ein Upgrade erhalten und sind nun ringlos, genau wie die Quest 3 Controller. Ihr benötigt zwei Doppel-A-Batterien pro Controller, was sie deutlich schwerer macht als die Quest 3 Controller. Insgesamt fühlen sie sich jedoch solider an und sind etwas größer als die der Konkurrenz, was Benutzer mit größeren Händen schätzen werden. Ich persönlich mochte die Pico 4 Controller, aber ich sehe auch, dass die ringlosen Controller jetzt insgesamt weniger sperrig und einfach zu transportieren sind. Das Headset verfolgt seine eigene Position und die der Controller genauso gut wie der Vorgänger und die vier Tracking-Kameras erledigen ihre Aufgabe gut. Audio.
Die Pico 4 Ultra verwendet die gleichen eingebauten Lautsprecher für den Ton wie die ursprüngliche Pico 4 und das ist völlig in Ordnung. Das Headset ist in der Lage, klaren und lauten Sound zu liefern, der sogar gut genug ist, um Rhythmusspiele ohne Probleme spielen zu können. Es gibt immer noch keinen 3,5 mm Kopfhöreranschluss, aber das ist in Ordnung. Wir haben jetzt ein 4-Mikrofon-Array, das räumlichen Sound aufnehmen kann. Eine Funktion, die für räumliche Videoaufnahmen verwendet wird. Das Mikrofon-Array klingt so gut, dass ich damit lieber hätte dieses Review aufnehmen sollen. Aber hört mal selbst. Das ist das Mikrofon der Pico 4 Ultra. Das ist das Mikrofon der Pico 4 Ultra. Peter Pan pellt Pellkartoffeln. Peter Pan pellt Pellkartoffeln. Betriebssystem. Beim Betriebssystem sehen wir eine Reihe von interessanten Updates. Endlich erreicht auch Pico das Mixed Reality Zeitalter. Ihr könnt jetzt in den Pass-Through-Modus wechseln und eure Apps und Fenster in eurer eigenen Umgebung sehen. Und dank der 4 GB zusätzlichen RAMs im Vergleich zur Quest 3 könnt ihr mehr Apps gleichzeitig öffnen. Während ihr auf der Quest 3 bis zu 6 Fenster öffnen könnt, könnt ihr auf der Pico 4 Ultra bis zu 20 Fenster öffnen und sie um euch herum anordnen. Ich frage mich jedoch, wer wirklich so viele Fenster öffnen möchte, aber gut, mehr RAM ist definitiv gut. Wie zuvor könnt ihr Android-Apps ganz einfach installieren und das Ganze funktioniert out of the box. Warum also nicht einen Drittanbieter-App-Store wie Aurora installieren und eure Lieblings-Apps in VR nutzen? Die ganzen Apps könnt ihr dann um euch herum platzieren und das Spatial Computing der Zukunft, von dem wir immer geträumt haben, schon jetzt erleben. Und ja, das Spiegeln eures Mac- oder Windows-PCs in VR funktioniert auch direkt. Nimm das, Apple Vision Pro. Natürlich könnt ihr auch eure Drahtlos-Tastatur und Maus mit dem Headset verbinden, was euch das Multi-Monitor-Setup für unterwegs gibt, das ihr als geschäftige Krypto-Trader vielleicht benötigt. Ich mag das Betriebssystem sehr und wie einfach es ist, meine Lieblings-Android-Apps in Mixed Reality zu nutzen. Gut gemacht, Pico. Als nächsten Schritt würde ich es begrüßen, wenn ihr uns von den Beschränkungen des 360-Grad-Kreises um uns herum befreien könntet, in den alle Fenster hineingezwungen werden. Ich würde lieber einen virtuellen Bildschirm an meiner Wand und einen weiteren an meinen physischen Bildschirm platzieren und so weiter, genau wie ich es auf der AVP und auch auf der Quest machen kann. Das wäre eine viel bessere Nutzung der zusätzlichen Gigabyte RAM. Motion Tracker. Die Motion Tracker sind einfach nur gut. Es gibt nichts, was ich hier kritisieren müsste und sie sind ein echtes Alleinstellungsmerkmal für die Pico 4 Serie. Sie sind klein, sehr leicht und einfach zu installieren. Und noch besser, sie sind kostenlos enthalten, wenn ihr das Vorbestellerangebot nutzt. Jawohl, 599 € für das Headset, 4 Spiele und die Motion Tracker. Das ist ein wirklich gutes Startangebot. Wenn ihr die Motion Tracker separat für eure Pico 4 kaufen möchtet oder das Startangebot verpasst, könnt ihr ein paar der Tracker für nur 89 € erwerben. Das ist immer noch ein sehr guter Preis, wenn man bedenkt, wie viel man für die Konkurrenz zahlen muss, bei der ein einzelner Tracker schon mal gerne 150 € kosten kann. Das Einrichten dieser Tracker dauert nur Sekunden. Sie arbeiten mit einer Kombination aus IMUs und IR-Licht, das euer Headset empfängt. Ihr könnt sie quasi als Mini-Controller betrachten, die ihr an euren Knöcheln befestigt. Und es funktioniert einfach so gut und das Ganze trackt mit 6 Freiheitsgraden. Zum Start werden 20 Spiele unterstützt, vor allem für viele von euch wichtig natürlich VR-Chat. Und nochmal, es funktioniert einfach. Ihr startet VR-Chat und sowohl im Standalone-Modus als auch im PC-VR-Modus wird euer Avatar nun vollständig im Full-Body-Modus getrackt. Zeigt eure Tanzbewegungen, beeindruckt mit Taekwondo-Kicks oder drückt euch einfach so aus, wie ihr es nur dank Full-Body-Tracking könnt. Aber es ist nicht nur VR-Chat, das von den Trackern profitieren kann. Spiele wie Tempo Club zeigen eindrucksvoll, wie viel Spaß es macht, mit dem ganzen Körper in VR getrackt zu werden. Jetzt sind es nicht nur eure Hände, die fliegende Blöcke zerstören, sondern ihr müsst stattdessen auf sie stampfen oder im richtigen Moment treten, um die Highscore zu erreichen. Es macht wirklich Spaß
Und wie ich oben bereits sagte, es ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Das ist echt mal ein Bereich, in dem Pico hier wirklich Innovation bringt, anstatt nur aufzuholen. Spielebibliothek. Ja, jetzt müssen wir leider über die Spielebibliothek sprechen. Der Pico Store hat viele Spiele und ihr werdet die meisten Spiele finden, die auch im Quest Store sind. Aber eben nicht alle. Und es gibt immer noch exklusive Spiele, die ihr nur auf der Quest findet. Wie zum Beispiel Asgard's Wrath 2, das kommende Batman-Spiel oder Beat Saber. Außerdem sind die meisten Spiele noch nicht für den Pico 4 Ultra Chip optimiert. Ein Problem, mit dem auch die Quest 3 zu Beginn ihres Lebenszyklus konfrontiert war. Wird sich das im Laufe der Zeit ändern? Das hängt sicherlich von Pico ab und davon, ob sie die Entwickler dazu motivieren können, diese zusätzliche Arbeit zu leisten. Es ist im Bereich des Möglichen, aber es ist keine Gewissheit. Wenn ihr wegen der Standalone-Spiele dabei seid, solltet ihr besser vorher schauen, dass eure Lieblingstitel auf der Pico-Plattform unterstützt werden und ob sie tatsächlich schon optimiert worden sind. Ansonsten würde sich ein Upgrade von der Pico 4 zur Pico 4 Ultra nicht wirklich lohnen und die Spiele sehen dann eben exakt gleich aus. Ärgerlich nach einem 600-Euro-Invest. Die Quest 3 ist ohne Zweifel die viel bessere Option hier. Die Quest-Plattform ist einfach momentan der Nabelpunkt für Standalone-VR-Spiele. Und neue Spiele werden mit höchster Priorität zuerst im Metastore erscheinen und dann vielleicht auch bei Pico. Es ist einfach eine Realität, die auch Pico-Fans so akzeptieren müssen. Darüber hinaus gibt es auch noch die Quest Game Optimizer App, mit der ihr die Auflösung von Quest Games nach Belieben erhöhen könnt. Selbst unoptimierte Spiele sehen damit gut aus. Der Pico 4 Ultra fehlt solch eine App. Vor allem wegen der vielen unoptimierten Spiele ist das schade. Also, kurz gesagt, die Pico 4 Ultra kann in Sachen Standalone-Spiele nicht mit der Quest 3 mithalten. PC-VR-Streaming. Aber es gibt ja noch immer PC-VR-Streaming. Die Pico 4 Ultra unterstützt jetzt Wi-Fi 7, das schnellere Datenübertragung und weniger Latenz verspricht, wenn ihr einen Wi-Fi 7 Router habt. Aber wenn ihr gehofft habt, dass Wi-Fi 7 ein völlig neues Level des drahtlosen PC-VR-Streaming-Erlebnisses freischalten könnte, das vielleicht sogar mit einer nativen DisplayPort-Verbindung konkurrieren könnte, muss ich euch leider enttäuschen. Die Geschwindigkeit eures drahtlosen Netzwerks ist nicht der Flaschenhals fürs PC-VR-Streaming. Der Chip, der für das Codieren und Dekodieren des Videostreams verantwortlich ist, ist genau dieser Flaschenhals. Und deshalb, obwohl es sicherlich toll ist, die allerneueste Technologie an Bord zu haben und die auch in der Tat helfen kann, die Verbindung bei hohen Bitraten stabiler zu halten und ein paar Millisekunden von der Latenz abzuziehen, ist es einfach kein Gamechanger. PC-VR-Streaming war bereits auf der Pico 4 fantastisch und dank der Einbindung des AV1-Codecs ist es jetzt sogar noch etwas besser. Aber nochmal, ihr schaut immer noch durch die Linsen von 2022. Im direkten Vergleich würde ich der Pico 4 Ultra sogar den Vorzug vor der Quest 3 geben, weil ich einfach diesen angenehmeren Bildeindruck liebe, der durch die große Stereoüberlappung entsteht. Wenn da nicht dieser Glare wäre, der mich immer wieder daran erinnert, dass ich durch den optischen Stack von vor 2 Jahren schaue. Was uns wieder zum Ausgangspunkt bringt, das Ganze hätte einfach so viel besser sein können. Und damit kommen wir dann auch zum Fazit. Die Pico 4 Ultra ist ein wirklich gutes VR-Headset, das fair bepreist ist. Für rund 50 Euro mehr als das Einstiegsmodell der Quest 3 bekommt ihr den gleichen leistungsfähigen Snapdragon SoC mit 4 zusätzlichen GB RAM, doppeltem Speicher, höher auflösendem Pass-Through, mehr Akkukapazität mit Schnellladefunktion, den neuesten Wi-Fi 7 Standard und sogar Full-Body-Tracking, wenn ihr das Vorbesteller-Bundle nutzt. Auf dem Papier ist es eine klare Entscheidung, die Pico 4 Ultra gegenüber der Quest 3 zu wählen. Leider wird es in der Realität jedoch schwer sein, auf dem Verbrauchermarkt zu bestehen. Das Gerät ist nur das dringend benötigte Update, das es Pico ermöglicht, zumindest im Spiel zu bleiben, aber es reicht nicht aus, um es zu beherrschen. Das Headset hätte so viel mehr sein können,
wenn Pico auch die Linsen und Displays verbessert hätte. Im Jahr 2022 konnte die Kombination aus Display und Linsen der Pico 4 ohne Zweifel gegen die der Quest 2 gewinnen. Der optische Stack war ohne Zweifel überlegen. Im Jahr 2024 jedoch haben diese gleichen Linsen und Displays keine Chance gegen die Quest 3, die einfach das bessere Bild bietet. Und wenn man berücksichtigt, dass der Metastore auch einfach mehr Spiele, mehr Exklusivtitel und mehr Apps bietet, die schon für den XR2 Gen 2 optimiert sind, ist es einfach schwer, die Pico 4 Ultra irgendjemandem zu empfehlen, der sich nicht für Full Body Tracking begeistert. Wo wir von Full Body Tracking sprechen, die Motion Tracker sind wirklich eine Innovation und sie funktionieren unglaublich gut. VRChat-Nutzer können jetzt für nur 600 Euro direkt in VRChat eintauchen, einschließlich eines vollständig getrackten Avatars. Die Tracker eröffnen auch ganz neue Spielerlebnisse und wenn ihr erleben möchtet, wie es sich anfühlt, mit eurem ganzen Körper in VR zu sein, ist die Pico 4 Ultra inklusive der Tracker eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Das Headset wird jedoch ohne Zweifel einen größeren Eindruck auf dem Geschäftssektor hinterlassen. Die aktualisierten Pass-Through-Fähigkeiten und das aktualisierte Betriebssystem mit seiner traditionell starken Unterstützung für Drittanbieter-Apps und Android-APKs werden die Pico 4 Ultra zu einer Top-Wahl für Unternehmen machen, die ein modernes Mixed-Reality-Headset benötigen, das nicht zu teuer ist und von einem Unternehmen stammt, das schon länger im B2B-Business erfolgreich am Start ist. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich darüber freue, dass Pico zumindest im Spiel bleibt, auch wenn die Pico 4 Ultra letztendlich nicht das Headset ist, auf das ich persönlich gehofft hatte. Aber wer weiß, vielleicht ist dies nur ein Übergangsheadset, um dem Unternehmen mehr Zeit zu verschaffen, ein Headset zu entwickeln, das wirklich mit der Apple Vision Pro im High-End-Sektor sowie den kommenden Quests im Mainstream-Markt konkurrieren könnte. Ich hoffe, damit konnte ich dann alle eure Fragen zur neuen Pico 4 Ultra beantworten. Wenn ihr wirklich unabhängige XR-Reviews mögt, die fair und gründlich sind wie dieses hier, dann abonniert diesen Kanal hier und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und solltet ihr noch Fragen haben, stellt sie unten in den Kommentarbereich, schreibt es auch rein, was ihr von der Pico 4 Ultra haltet oder kommt doch direkt auf den MATV Discord-Server, da bin ich und warte Tag und Nacht auf euch, auf eure Fragen und ich freue mich drauf, mit euch dort zu chatten. Das war's. Lasst den Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und ja, ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao.